Herzlich willkommen einmal. Also wir sind da in einer Lehrveranstaltung, die heißt IT Projektmanagement und Change. Mein Name ist Andreas Polin, bin einer der Lehrveranstaltungsleiter und ja, wir befinden uns gerade mitten in der heißen Phase einer Simulation. Die Ameise steht für Media Education Initiative in Software Engineering. Geht einfach darum, den Studierenden Praxiserfahrung zu vermitteln. Die Idee ist eine ganz einfache. Es ist quasi wie ein Flugsimulator, ja, in dem Piloten fliegen lernen. So lernen halt bei uns die Studenten am Simulator das Managen und Durchführen von Softwareprojekten. Ich bin der Aris und wir machen gerade eine Simulation zum Thema Projektmanagement. Haben da eine Simulationssoftware, anhand derer wir ein echtes Projekt quasi oder anhand von vielen empirischen Daten ein Projekt simulieren können. Ja, und da haben wir eben einen Projektplan erstellt und testen jetzt gerade durch, ob das hinhaut, wie wir es geplant haben. Ich finde es irrsinnig interessant, weil man halt quasi echt dann die theoretischen Dinge mit dem Praktischen verbinden kann. Also es ist halt irgendwie anwendbarer einfach. Also ich finde es echt toll. Mein Name ist Elisabeth Sichel-Oberburg und mit der Ameise simulieren wir eine Softwareentwicklung, einen Prozess, den wir eben, also wir sind da die Projektleiter und müssen die ganzen Schritte durchgehen, die Angestellten eben richtig positionieren, damit die Software dann zum Schluss positiv nachher entwickelt wird. Es ist das erste Mal, dass ich eben sowas mache, also dass ich das jetzt an so eine Simulation habe. Und wir haben zwar ein Projekt als Plan vorher erstellt, aber es ist trotzdem, es kommen immer so Ausnahmen, wo eben zum Beispiel jemand nicht so verfügbar ist oder es Fehler auftauchen. Ich finde es wirklich sehr gut, dass wir einmal sowas simulieren, weil später es nachher in der Arbeitswelt auch nicht anders ist. Vielleicht nachher noch mehr, aber es ist super, dass es sowas gibt.